Herzlich willkommen zum Gottesdienst hier aus der Philippuskirche, wo auch immer Sie jetzt mitfeiern. Hirtensonntag oder Misericordias Domini, so heißt dieser Sonntag. Übersetzt das Erbarmen des Herrn, im Bild des guten Hirten wird deutlich, wie Gott sich über die Menschen erbarmt. Und Jesus Christus sagt zu uns, ich bin der gute Hirte, meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Wir singen nun jauchzet dem Herrn alle Welt im Gesangbuch die Nummer 288. Wir sind zusammen im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, der den Himmel und die Erde gemacht hat, der Bund und Treue festhält und der niemals loslässt das Werk seiner Hände. Wir beten mit den Worten Israels, Psalm 23. Im Gesangbuch finden Sie diesen Psalm unter der Nummer 710. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Wir beten. Guter Gott, du suchst uns, darum gehen wir nicht verloren. Du gehst uns nach, auch wenn wir uns von dir abgewandt haben, damit unser Leben nicht zerbricht vor Verzweiflung oder Schuld.
Wie ein Hirte sich um seine Schafe sorgt, so hältst du uns zusammen als deine Gemeinde, die du sammelst, schützt und erhältst, trotz aller Unterschiede in Alter, Ansichten und Erfahrungen. Danke Gott, dass wir dazugehören dürfen. Lass uns voneinander lernen und füreinander da sein, gemeinsam auf dein Wort hören, damit unsere Seele satt wird und wir mit deiner Begleitung durch finstere Täler hindurchkommen. Durch Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Die Schriftlesung steht im 10. Kapitel des Johannesevangeliums. Ich lese aus der Basisbibel. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte setzt sein Leben ein für die Schafe. Anders ist das bei einem, der die Schafe nur für Geld hütet. Er ist kein Hirte und sie gehören ihm nicht. Wenn er den Wolf kommen sieht, lässt er sie im Stich und läuft weg. Und der Wolf reißt die Schafe und jagt die Herde auseinander. Denn so ein Mensch hütet die Schafe nur für Geld, und ihm liegt nichts an den Schafen. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne die, die zu mir gehören, und die zu mir gehören, kennen mich. Genauso kennt mich der Vater, und ich kenne ihn. Ich bin bereit, mein Leben für die Schafe einzusetzen. Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall kommen. Auch die muss ich führen, und sie werden auf meine Stimme hören. Alle werden in einer Herde vereint sein und einen Hirten haben. Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden in Ewigkeit nicht ins Verderben stürzen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir anvertraut hat, ist mächtiger als alle. Niemand kann sie aus seiner Hand reißen. Ich und der Vater sind eins. Gott hat uns gemacht und nicht wir selbst, zu seinem Volk und zu Schafen seiner Herde. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Gemeinsam mit der Christenheit auf Erden bekennen wir unseren Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Thank you.
Liebe Gemeinde, wie geht es Ihnen mit Psalm 23, den wir gerade gehört und vorhin gebetet haben? Haben Sie ihn in der Schule oder in der Konfizeit vielleicht auswendig gelernt? Und können sich die Worte wie ein Mantel umhängen, der Geborgenheit schenkt? Vielleicht ist ja auch ein Satz aus diesem Psalm Ihr Tauf- oder Konfirmations- oder Trauspruch. Oder Sie haben diese Worte am Bett eines Sterbenden gebetet oder am Grab eines lieben Menschen. Aber vielleicht können Sie mit diesen Worten auch nicht wirklich etwas anfangen, weil Sie sagen, erstens bin ich kein Schaf, dumm, unfähig und wehrlos. Und zweitens ist dieses Hirtenidyll weit weg von der Härte des Alltags, die ich gerade erlebe. Ich erlebe hier in der Gemeinde die ganze Bandbreite. Für manche ist der Psalm 23 wie ein Juwel, mit Gedanken, die Trost und Kraft und Mut geben. Für manche sind diese Psalmworte so etwas wie eine letzte Erinnerung an den Glauben, der sonst dünn geworden ist. Unbekannt, aber sind sie kaum jemandem. Kein Wunder. Psalm 23 ist einer der Kerntexte der Bibel. Und ich denke, es lohnt sich, heute am Hirtensonntag einmal genauer hinzuhören auf diese Worte, damit wir beides entdecken. Die Kraft, die in ihnen steckt, aber auch das Widerständige, was darin liegt. Da ist alles drin, hat mir einmal eine junge Frau aus der Gemeinde gesagt, die es nicht einfach gehabt hat. Ich lese uns den Psalm noch einmal vor. Nicht in der Übersetzung von Martin Luther, sondern in der von Martin Buber, die näher am hebräischen Urtext ist. Er, Jahwe, ist mein Hirt, mir mangelt nicht. Auf anmutigen Kräuterauen lagert er mich, an Wasser der Ruh führt er mich. Wieder und wieder bringt er die Seele mir zurück. Er leitet mich in wahrhaftigen Gleisen um seines Namens willen. Auch wenn ich durch die Todschattenschlucht gehen muss, fürchte ich nicht Böses, denn du bist bei mir. Dein Stecken, deine Keule, die trösten mich. In Gegenwart von Menschen, die mich bedrängen, ordnest du mir den Tisch und deckst ihn. Du streichst das Haupt mir mit Öl. Mein Kelch ist immer voll, sogar übervoll. Nur Gutes und Holdes folgen mir nun alle Tage meines Lebens. Ich kehre zurück zu deinem Haus für die Länge meiner Tage. Liebe Gemeinde, ein wenig sperrig sind diese Übersetzungen des sonst so vertrauten Psalms. Mir hilft das, die inneren Bilder, die ich von Hirten und Schafen habe, ein wenig beiseite zu schieben. Ich sehe nämlich vor meinem inneren Auge immer die Rheinwiesen meiner Kindheit am Niederrhein vor mir. Eine Schafherde, um die die Hirtenhunde herumlaufen und aufpassen. Und auf dem Deich, ein wenig abseits der Hirte. Der sitzt da und beobachtet seine Herde. Mit Schlapphut, abgewetzten Jeans, in der Hand seinen Hirtenstab. Ein bisschen ein wild romantisches Bild, voller Wärme aber und Sorglosigkeit, wie aus einer anderen Welt. Ich weiß mittlerweile, der Hirtenberuf ist auch heute nicht so ruhig, wie er erscheint. Aber in der Zeit des alten Orients war das schon gar nicht so. Hirte sein, das war und ist ein harter Beruf. Denn Israel war und ist ein karges Land. Es gibt mehr Wüsten und trockene Landschaften als alles andere. Und da müssen die Hirten findig sein, um Wasser zu stellen zu finden, um Steine wegzuräumen, Dornbüsche zu verbrennen, Wasser umzuleiten und auf diese Weise das Land fruchtbar zu machen. Eine saftige Wiese, das ist kein Zufall, das ist das Ergebnis harter Arbeit der Hirten. Und ein Hirte muss seine Schafe verteidigen können.
gegen Räuber damals und gegen wilde Tiere damals wie heute. Stecken und Stab, wie Luther übersetzt, heißt wörtlich Hirtenstab und Keule, also bezeichnet Waffen. Der Hirte muss also einer sein, der Mut, Gewandtheit und auch Einsatz zeigt. Also das Gegenteil eines gemütlichen und brummeligen Großvaters. So wird auch verständlich, dass im Orient das Bild vom Hirten auch für den König, den Anführer eines Volkes und auch für Gott, den Herrn, gebraucht wird. Hirte ist jemand, auf den man sich verlassen kann, der für einen sorgt, auch in Gefahr. David, dem dieser Psalm zugeschrieben wird, war selber Hirte. Er weiß also, wovon er spricht, wenn er Jahwe, wenn er Gott als seinen Hirten bezeichnet. Jahwe ist mein Hirt. David wählt damit den Gottesnamen, mit dem sich Gott dem Mose im brennenden Dornbusch offenbart hat. Jahwe bedeutet ja zweierlei. Ich bin der Seiende oder ich bin der Gott, der für euch da ist. Ich bin der Seiende. Ich bin der Gott, der immer schon war und immer sein wird. Nichts und niemand hat mich geschaffen. Ich bin nicht von der Welt abhängig, denn ich habe sie gemacht. Ich bin, der ich bin. Ich bin der Seiende Jahwe. Und die zweite Übersetzung ergänzt das und macht den Namen zu einer wunderschönen Botschaft. Ich bin für euch da. Seine Stärke und seine Schönheit und auch seine Liebe behält Gott nicht für sich selber, sondern er ist für uns da. Wir müssen ihn nicht erst davon überzeugen, dass wir das verdient haben, dass er für uns da ist. Er ist es schlicht. Das steckt ganz tief in ihm drin. Das gehört zu seinem Wesen und das gehört zu seiner Persönlichkeit. Gott ist der Gott, der für dich da ist, Jahwe, der gute Hirte. Ein Gott, der über eine unfassbare Größe verfügt und doch ganz persönlich an jedem Einzelnen interessiert ist. Ein Gott, der die Welt versteht und der mich versteht. Weil David das immer wieder erfahren hat in seinem ganzen Leben, singt er von Jahwe, dem Hirten. Mir mangelt nichts, ich entbehre nichts. Gott sorgt für mich. Auf anmutigen Kräuterauen lässt er mich ruhen. Gott schenkt also Zeiten der Ruhe, innerlich und äußerlich. Da kann ich aufatmen und aufnehmen, auftanken und entspannen. Wenn wir wie David über unser Leben nachdenken, dann können wir in sein Lied sicher oft dankbar einstimmen. Gott ist mein Hirte. Ich bin nicht zuerst abhängig von meiner Arbeit und dem, was ich leiste und verdiene. Gott gibt mir Kraft. Das füllt mich innerlich und äußerlich aus. Ich leide keinen Mangel. David kennt aber auch das andere. Das, was im Leben schwierig ist und dunkel. Ganz deutlich und mit aller Härte benennt er die dunklen Seiten des Lebens. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal. Im finstern Tal, in der Todschattenschlucht. Das ist bei David ein Bild für die Angst, die er bei der Verfolgung erlitt. Bei der Gefährdung seines Lebens mehr als einmal durch Feinde. Und ich glaube, es ist auch ein Bild für die Krisen und für die Katastrophen, die wir in unserem Leben durchleiden müssen. Das finstere Tal ist ein Bild für Krankheit und für Sterben, für Tod und Trauer, für unser eigenes Leiden und das Leiden anderer, das wir miterleben in diesen Tagen. Im finsteren Tal sind die, die ernsthaft erkrankt sind, die darunter leiden, dass sie auch nach Wochen und nach Monaten nicht wieder voll belastbar sind.
Im finsteren Tal sind die, die in diesen Tagen bangen um ihre Angehörigen, die nicht wissen, wie es weitergeht. David sagt nicht, wenn ich mich auf Gott verlasse, wenn Gott mein Hirte ist, dann wird alles glatt gehen, dann wird mir nichts passieren. Er sagt auch nicht, das erspart Gott uns, sondern er sagt, du bist bei mir, darum fürchte ich mich nicht. Ich finde das bemerkenswert. Genau an dieser Stelle, wo vom Todschattental die Rede ist, da wird es ganz persönlich. Da redet David nicht mehr von Gott in der dritten Person. Er weidet, er erquickt mich, er führt mich. Sondern da redet er Gott direkt an. Du bist bei mir. Da, wo es dunkel und rätselhaft ist im Leben, undurchschaubar, da geht es auf einmal per Du. Da rückt Gott ihm so nah, dass er sagen kann, du bist bei mir. Dein Stecken, deine Keule, sie trösten mich. David behaftet Gott dabei, ihn in dieser schweren Zeit nicht allein zu lassen. Er will glauben, dass er nicht allein ist, auch wenn er sich vermutlich dessen nicht immer sicher war. Darin kann ich mich wiederfinden. So geht es mir ja auch. Mit dem Schwanken zwischen Glaube und Zweifel, zwischen Vertrauen und Unsicherheit, ob das wirklich wahr ist, dass Gott uns trägt und hält und auch im finsteren Tal begleitet. Es ist gut, wenn wir dann Psalm 23 auswendig kennen und inwendig im Herzen haben. Und wie der Psalmbeter zum Du zu Gott finden. Immanuel Kant, der große Philosoph, hat diese Erfahrung für sich einmal so beschrieben. Ich habe in meinem Leben viele kluge und gute Bücher gelesen, aber ich habe in ihnen allen nichts gefunden, was mein Herz so still und froh gemacht hätte, wie diese vier Worte aus dem 23. Psalm. Du bist bei mir. Du. Das ist für David kein Unbekannter und das muss es für uns auch nicht sein. Wir haben es in der Schriftlesung aus dem Johannesevangelium gehört. Dieses Du hat ein ganz konkretes Gesicht. Es ist mit einem konkreten Leben verbunden, mit Jesus Christus. Er tritt sozusagen in diesen Psalm ein, wenn er sagt, ich bin der gute Hirte. Was Gott als König und Hirte bedeutet, das wird an ihm anschaulich. Der gute Hirte lässt sein Leben für seine Schafe. Das heißt doch, dass Jesus selber auch in das Tal des Todes hinabgestiegen ist. Er hat am eigenen Leibe erfahren, was es heißt, den Tod zu erleiden. Er hat die Tiefe der Anfechtung selber erlebt und am Kreuz gerufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Mein Gott. In aller Gottverlassenheit hat er an Gott festgehalten. Mein Gott, du bist bei mir. Du bist mein Trost, auch wenn ich nichts davon sehe und spüre. Liebe Gemeinde, in Psalm 23, da ist alles drin. Das hat eine junge Frau aus der Gemeinde einmal gesagt. Und weiter, wenn ich glücklich bin, ermutigt er mich, unbeschwert die Momente des Glücks zu genießen. Ich freue mich und ich lasse mir mein Glück nicht dadurch vermiesen, dass es morgen schon anders sein kann. Und wenn mir zum Jammern zumute ist, dann lehrt mich der Psalm die Dankbarkeit und das Wahrnehmen der Fülle, die aus Gottes verschwenderischer Güte kommt. Und wenn ich wirklich in einer Krise bin und durchs tiefe Tal muss, dann zeigt mir dieser Psalm die Nähe Gottes und seine tröstliche Liebe.
Das wünsche ich Ihnen und das wünsche ich auch mir. Dass auch uns diese Worte immer mehr Texte und Melodie unseres Lebens werden. Dass wir im Hause des Herrn bleiben. Und dass wir, wie David, ein Lied davon singen können. Der Herr ist mein Hirte. Amen. Wir beten und halten Fürbitte. Jesus Christus, Hüter des Lebens, auch im Todesschattental, bleib du an unserer Seite. Wenn uns wie jetzt Dinge und Menschen fehlen, die wir brauchen, wenn wir ausgetrocknet sind, ausgebrannt und ohne Kraft, wenn wir Stärkung und Erfrischung suchen im immer gleichen Sog erschreckender Nachrichten, führe uns mit deinem Stab, wenn wir verwirrt sind und den richtigen Weg suchen für uns, für unsere Gemeinde, für unsere Gesellschaft. Wenn wir im Dunkel tappen und uns nach Licht sehen, damit wir uns nicht verlaufen und das Ziel verlieren. Bewahre uns mit deinem Stecken, wenn wir denken, es kommt nichts Gutes mehr. Wenn wir uns entwurzelt oder heimatlos fühlen und nicht wissen, wo es hingeht, und wo wir hingehören. Halte du uns fest, damit wir wissen, alles das, was wir nicht selber schaffen können, wird in deiner Zeit und durch deine Hand vollendet. Jesus Christus, Hüter des Lebens, auch im Todesschattental, wir bitten dich für alle, die in den Wüsten des Lebens wandern, dass sie wieder erleben, dass du sie auf grüne Auen weidest und zum lebendigen Wasser führst. Für alle, die mit ihren Kräften am Ende sind, müde und verbraucht, bitten wir, lass uns ihre Lasten mittragen, die drücken, und sie abnehmen, wo es möglich ist. Für alle, die in dieser Woche von lieben Angehörigen und Freunden Abschied nehmen mussten, tröste sie. Gib ihnen die Hoffnung, dass du auch im Finsterntal mit ihnen gehst. Und in allem, was wir tun und lassen, was wir gestalten und was geschieht, vertrauen wir uns dir an und beten gemeinsam. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
geht hin, stärkt die müden Hände und macht fest die wankenden Knie. Sagt denen, die verzagten Herzen sind, fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott, er kommt und er wird euch helfen. Und der Herr segnet dich und behütet dich. Der Herr lässt sein Angesicht leuchten über dir und ist dir gnädig. Der Herr erhebt sein Angesicht auf dich und gibt dir Frieden. Amen.